Ja, liebe Lüche, meine Freunde, herzlich willkommen hier beim American Truck Simulator. Ja, aber bevor es weitergeht mit unserer Tour, wollte ich noch schnell was anderes ansprechen. Und zwar, ja, der neue Kenwood ist da, der WR900. Und da wollen wir natürlich mal ein Auge drauf werfen. Der schaut natürlich so schon mal richtig Hammer aus. Richtig geile Beleuchtung auf der Seite. Wow, 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 wow. Ja, der ist jetzt seit gestern neu. Und habe gesagt, wenn ihr das Video seht, seit vorgestern. Ja, auf alle Fälle schauen wir uns das mal an. Also ich bin jetzt mit meinem Spielstand drin, wo ich meine Mod-Vorstellungen mache. Und deswegen schauen wir uns den jetzt mal ganz kurz so an. Ausführung ändern, 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 ändern. So, was hat der alles? So, den gibt's einmal so. Nein, lass mal einfach so. So, dann für 300 Gallonen. Wow, der schaut, wow, der Tank ist natürlich schon riesig. Ja, krass. So, PS haben wir 625, das hört sich natürlich nice an. Dann mal gucken, was haben wir so? Allison 4506 Speed Retarder. Retarder haben wir eh an. So, innen. Ja, das ist mal richtiger Truck, eckig, kantig, genauso wie ich den eigentlich mag. Der W900, der schaut schon cool aus. So, was haben wir alles für Lackierungen? Ganz normale haben wir da. Dann haben wir das hier, wow, der schaut natürlich nice aus, alter Schwede, so schaut's cool aus, oder? Cowboy Life, ah, nee, doch, der Cowboy Life ist cool, hat der hinten auch was drauf? Jo, drei einsame Reiter, ja, die in den Sonnenuntergang reiten, was haben wir sonst noch? Auch nicht schlecht. Und dann natürlich Uncle Sam. Ich glaube, so schaut das schon besser aus. So, was darf man innen alles machen? Was darf man alles anbauen? Ja, ganz wichtig. Ah, kriegt er endlich oben mehr Beleuchtung? Schön. Schön. Felgen. Ja, da bin ich aber mehr der... Ich möchte ganz normale Felgen. Ich will da nichts Besonderes haben. Ich bin einfach der Normale. Dann natürlich die Spiegel, die dürfen nicht fehlen. Das ist die Frage, ich glaube, die sind cool. Hopp. Ja, so, was war das jetzt? Ah, auch eine Beleuchtung dran. Ja, geil, Omat. So, dann vorne am Grill. Da gibt es nicht mehr. Okay, und hier. Nein, 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 hier, hier. Genau, boah, ja. Huhu, da kannst du Zeug wegschieben, hey. Ah, der W900, der schaut schon cool aus. Also muss man auf alle Fälle sagen. Dann, was haben wir sonst noch für Verkleidungen? Sonst kommt da eigentlich nichts ran. Reifen, ich stehe auf das Oldschool, also das Normale hier. Nicht irgendwie da jetzt mit Schnickschnack und so. Das mit der Lackierung bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ha. Doch, das schaut schon cool aus. Vielleicht kann man das Blaue noch ein bisschen ändern in eine andere Farbe. Nee, weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich kann es nicht sagen. Oh, doch so. Doch, genau so. So ist cool. So ist cool, so gefällt mir. Ja, genau. Und wir wollen natürlich wissen, wie der ausschaut. Deswegen kaufen wir uns den auch gleich. In Zahlung geben. Das heißt, wir geben meinen einen in Zahlung den Optimus Prime. Bloß um ganz kurz reinzuschauen, was der so zu bieten hat und wie der vom Sound her ist. Ja, der schaut schon cool aus. Ja, viel Chrom. Genau. So, Sound. Jo. Sound ist cool. Halt, was mache ich denn? Genau, doch, Beleuchtung wollte ich überall. Dam, 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 dam. Dam, dam. Dann braucht man noch meine Sitzposition. Dann ein bisschen nach oben. Genau. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal kurz hier eine Runde. Oh!
Ja, Alarmanlage, ich weiß. Wow, der ist schon cool. Wow. Der Sound ist cool. Dann schauen wir mal. Was hat der sonst noch innen so alles? Oh, da kann man nicht hinten rein, aber hinten Kopine. Doch, der ist schon nice. Ist schon nice, ist schon nice. Jo, aber den kann man uns leider noch nicht leisten. So viel haben wir in unserem normalen Spiel schon noch nicht. Aber ich wollte den natürlich jetzt mal kurz zeigen. Das heißt, wir müssen aber jetzt zurück zu unserem Let's Play-Spielstand. Und dann einfach schauen, dass wir so schnell wie möglich Kohle haben, damit wir uns den irgendwann leisten können. Und natürlich auch Levels, Levels, Levels. So, wir haben jetzt unser eigenes, unseren eigenen Truck. Genau, Geldmittel brauchen wir nicht. Oder wollen wir noch nicht. Wie viel haben wir denn? 14.000. Gut, dann schauen wir mal. Frachtmarkt, was finden wir denn? So, dann schauen wir mal nach Elko. Von Reno nach Elko. Ja, dann wollen wir mal. Mal schauen. Ich glaube, es wird heute länger wie 15 Minuten. So, fahren wir mal schnell hier rein. Nee, aber der Ken wurde schon cool. Also, ich freue mich ja schon auf die nächsten Fahrzeuge, die kommen. Ups, das war knappig. Oh, das war ja voll knapp. So, ja, was gibt's Neues? Es gibt Neues, vieles, 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 vieles. Und zwar, momentan muss ich gucken, wie ich meine Videos drehe, denn ich bin ja ehrenamtlich momentan sehr ein bisschen ausgelastet. Aber nichtsdestotrotz, es wird werden Videos kommen, aber die muss halt erstmal alles ein bisschen vordrehen und schauen, dass ich da die nächsten ein, zwei Wochen dann das so weit im Griff habt, dass ihr genug Videos vorgedreht habe, dass ihr dann täglich von jeder Folge etwas bekommt. Aber das ist ja weniger das Problem, oder Leute? So, Licht an, genau. So, ja, dass die Cops mich rausziehen. Hey, Mann, die Hupe. Oh, wir haben bei dem Kennwort nach der Hupe geschaut, alter Schwede. Haben sie da Dose aufgemacht? Ich mach das gleich anders. Eieieiei. Oh, da ist eine durchsichtige Mauer. Spinn ich oder was? Zeige euch, wie das geht. Kommt da was? Ja. Sorry. Na also, geht doch. Gewusst wie. Ups, Unfall. Shit. Fängt der schon gut an, oder? Fängt der schon sau gut an, der Johnny halt. Echt, der Hammer. Ja, genau. Ja, ich habe letztens mal gefragt mit Musik, bla bla bla. Nein, ich werde auf alle Fälle die kostenlose Musik von YouTube nehmen. Die muss ich mir bloß jetzt nämlich mal hinsetzen und runterziehen und dann in die Videos mit einbauen. Denn da weiß ich, dass die sauber ist. So, dass ich da kein Problem mit GEMA oder sonstigen krieg. Es wurde natürlich ein Vorschlag gekommen von Nico, war das mit, ja, für 15 Euro dort und dort kannst du dir die Rechte holen. Pro Titel. Ja. Bei 10 Titeln sind es 150 Euro, bei 100 Titeln sind es schon mal 1500 Euro. Ja, wer hat das? Also, ist natürlich die nächste Frage. Das kann man machen, wenn man einen großen Kanal hat, aber jetzt geht es noch nicht. Jetzt ist das keine Chance. Keine Chance. Und deswegen muss ich da einfach gucken, dass ich einfach die jetzt erstmal nehme von YouTube.
Die, was ich auch bei ETS verwende, das passt dann schon. Oh, ich bin viel zu schnell. Ich glaube, in dieser Folge schaffen wir das nicht mehr. Die Tour, da haben wir hängen. Und in der nächsten Folge farmen. Ah, da schaut euch den an. Das schaut schon cool aus, ey. Die Maschine. Die Maschine! Da freue ich mich so drauf, wenn ich den hab. Na komm. So. Dann nehmen wir unsere Fracht an nach Elko. Die hängen wir jetzt hin und fahren tun wir sie dann beim nächsten Mal. Wir sind zwar jetzt nicht ganz bei den 15 Minuten, aber fast. Na komm. Und hängen du da. So, dann schauen wir mal schnell. Gut. Haben wir eigentlich schon einen Fahrer eingestellt? Weiß jetzt gar nicht. Firmenmanager. Garagenmanager? Ich glaube ja. Nein, wir haben ja noch die kleine, genau. Wir könnten einen großen Kredit, glaube ich, aufnehmen. Jetzt ist die Frage, sollen wir das machen? Ach, ich habe den großen. Hä? Wo ist denn die ganze Kohle hin? Ne, ich meine, ich habe den kleinen. Ja, der große habe ich noch nicht. Wenn wir den großen haben, dann würde ich sagen, tun wir auf alle Fälle dann Fahrer einstellen. Gut, so, aber das war's jetzt erstmal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann von Reno nach Eco geht. Bis dann, tschüss.